Verbotene Zone. Kein Durchgang für Unbefugte. Russische Gefangenenstraflager sind von sogenannten Sperrringen umgeben. Stacheldraht, Videoüberwachung, Bewegungsmelder. In Russland gibt es 35 Straflager für Frauen. Mehrmals täglich kontrollieren Wachen, ob die Zäune beschädigt wurden, ob jemand womöglich einen Ausbruch vorbereitet. Im Inneren der Lager sind die Wohn- und Arbeitsbaracken. Die meisten Insassinnen genießen relativ große Bewegungsfreiheit. Kleinkriminelle sitzen zusammen mit Mörderinnen. Ich habe den Freund meiner Mutter erschlagen. Mir haben dabei ein paar Freundinnen geholfen. Sie sitzen auch ein, zusammen mit mir. In den Straflagern gibt es auch geschlossene Zellenblöcke. Dort sitzen Gefangene, die sich nicht an die Lagerregeln halten, und Opfer von Beamtenwillkür. Totale Überwachung erstickt Unruhen und Fluchtversuche meist im Keim. Der russische Strafvollzug gilt als Staat im Staate. Wer nicht spurt, muss mit körperlicher Gewalt rechnen. Bilder aus dem russischen Fernsehen. Ein Wärter misshandelt eine Gefangene in einem Lager im fernen Osten des Landes. In den Vollzugsanstalten für Frauen ist Arbeit Pflicht. Geschuftet wird für ca. 40 Euro im Monat. Die Frauen müssen richtig ranklotzen und hohe Stückzahlen liefern. Der russische Strafvollzug basiert praktisch noch auf dem Gulag-Prinzip. Man könnte sagen, es ist eine moderne Form der Sklavenarbeit. Etwa 60.000 Frauen sitzen in Russland hinter Gittern. Ein Straflager für Wiederholungstäterinnen. Marina Schagelmann ist die stellvertretende Leiterin. Wir sind im Lager Nummer 16 der Strafvollzugsbehörde im Gebiet Sverdlovsk. Hier sind Wiederholungstäterinnen inhaftiert. Bei den meisten geht es um Diebstahl, Raub, Rauschgiftdelikte und illegalen Waffenbesitz. Ich habe keine verbotenen Dinge bei mir. In dieser Anstalt ist Platz für 430 Insassinnen. Momentan sind es 420. Wir haben eine Schule, die 37 Frauen besuchen. Und aus weiteren 75 machen wir Näherinnen und Bauarbeiterinnen. Berufe, mit denen man etwas anfangen kann. Das Lager für Wiederholungstäterinnen liegt im Ural, am Rand der Provinzstadt Krasnotyrjinsk. Eins, zwei, einatmen, ausatmen. Die Stimme aus dem Lautsprecher gibt den Rhythmus vor. Es ist 6.30 Uhr am Morgen. Frühsport auf dem Appellplatz bei minus 8 Grad Celsius. Der Drill dauert satte 30 Minuten. Die Wachen achten genau darauf, dass sich keine der Frauen vor den Übungen drückt. Ja.
Frühsport ist Pflicht. Wenn eine Gefangene aus gesundheitlichen Gründen nicht mitmachen kann, ist das ebenso. Aber in der Regel gilt, Sport ist ein Muss. Nastja Karpenko ist eine mehrfach verurteilte Dealerin. Sie hat jahrelang mit synthetischen Drogen gehandelt. Die 30-Jährige verbüßt bereits ihre dritte Haftstrafe wegen Rauschgiftdelikten. Ich habe Drogen gebunkert und verkauft. Welche Mengen? 9 kleinere Päckchen. Wie ist das Strafmaß? 5 Jahre, 6 Monate. Wie lange sind Sie hier? In diesem Lager 3 Jahre. Insgesamt sitze ich aber schon fast 4 Jahre. Karpenko wurde von der Gefängnisleitung für Interviews ausgewählt. Sie erzählt nichts über die Probleme im Straflager, über Schikanen, Beamtenwillkür, Bespitzelungen oder Feindseligkeiten unter den Insassinnen. Denn Karpenko kann bald auf Bewährung hoffen. Der einzige Weg, hier schneller rauszukommen. Auszubrechen sei dagegen keine Option, so die stellvertretende Lagerleiterin. Nein, das gab es hier noch nie. Wie das? Bei uns ist alles so organisiert, dass die Gefangenen gar nicht auf die Idee kommen, Fluchtversuche zu unternehmen. Wie gelingt das? Wir bilden die Wärter dementsprechend aus. Sie befolgen strenge Sicherheitsvorschriften. Frühstück. Gefangene kochen für Gefangene. Unterstützt werden die Insassinnen dabei von Profiköchen, Zivilisten, die im Straflager arbeiten. In russischen Frauengefängnissen gibt es unter den Häftlingen kaum Solidarität. Stattdessen kämpft jede für sich. Die meisten Frauen verfolgen konsequent ihre eigenen Ziele. Möglichst komfortable Haftbedingungen und vorzeitige Entlassung auf Bewährung. Dafür sind viele bereit, als Spitzel für die Wärter zu arbeiten. Verstöße anderer Insassinnen gegen die Gefängnisordnung melden sie sofort. Der Alltag im Knast läuft fast immer gleich ab. Wecken, Sport, Frühstück, dann arbeiten bis 18 Uhr. Dazwischen eine Mittagspause. Abends haben wir ein wenig Freizeit. Um 22 Uhr heißt das Licht aus. Gibt's die Freizeit wirklich? Ja, klar. Was machen Sie da? Ich lese, bastle Spielzeug, bereite mich auf Tanz- oder Theaterveranstaltungen hier im Lager vor. Kriegen Sie Besuch von Verwandten? Ja. Längere Besucher alle 2 Monate. Kurzbesucher einmal im Monat. Wer kommt? Meine Eltern, Oma, mein Kind. Sie haben ein Kind. Wo lebt es? Bei meinen Eltern. Wie alt ist Ihr Kind? 13. Zwei Mitarbeiter der Lagersicherheit besprechen den Tagesablauf. Rechts die Leiterin des engmaschigen Spitzelnetzes. Zuerst steht Stubendienst auf dem Plan. Danach geht es zur Arbeit in die Näherei. Arbeiten ist Pflicht. Aber im Prinzip ist jede von sich aus daran interessiert zu arbeiten. Denn so vergeht die Zeit schneller. Wir haben zu tun und bekommen etwas Geld. Das können wir unseren Familien schicken. Ich mag den Job. Ich nähe gerne. Wir sehen uns das gleich an.
Die inhaftierten Frauen sind in Abteilungen eingeteilt. Etwa 80 Insassinnen sind in einer Abteilung. Kontrolle auf Schritt und Tritt. Mehrmals täglich überprüfen die Wärter, ob alle da sind. Die Gefangenen werden namentlich aufgerufen. Wir zählen 2 bis 3 Mal täglich durch. Wenn wir von einem Teil des Lagers in einen anderen gehen, kontrollieren wir. Sektor 2. Der Wohnbereich im Straflager für Wiederholungstäterinnen. Hier wohnt Abteilung Nummer 2. Das sind Insassinnen mit Hafterleichterungen. Kommen Sie mit. Wie viele Frauen wohnen hier und welche Hafterleichterungen gibt es? 80 Gefangene leben hier. Wer sich gut führt, bekommt öfter Besuch und kann sich häufiger Essenspakete schicken lassen. Solche Privilegien gelten für diejenigen, die sich an die Regeln halten. Wo ist Nastja? Wir gehen in die Schlafräume. Die werden gerade geputzt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Die Wärter kontrollieren die Abteilungen mit Hilfe sogenannter Kabli, auf Deutsch Rüden. Robuste Insassinnen, die notfalls mit Gewalt dafür sorgen, dass niemand Beschwerdebriefe an die Staatsanwaltschaft schreibt. Rund 60% der Frauen hier sitzen für Drogendelikte ein. Klar wusste ich, was mir blüht. Aber Menschen haben eben Schwächen. Alkohol, Drogen. Die meisten hier sind doch keine Schwerstverbrecher, sondern Menschen mit Lastern, die ihnen zum Verhängnis geworden sind. Sie sprechen von Schwächen. Wussten Sie wirklich, wie hart Drogenhandel bestraft wird? Ja, ich wusste das. Klar. Aber ich konnte nicht aufhören. Alles war so eingespielt. Ging es Ihnen um Geld oder um Drogen? Geld und Drogen. Sie haben auch konsumiert? Ja. Und was? Drogen geraucht? Nein, das war synthetisches Zeug. Speed und andere Amphetamine. Patrouille. Wachen gehen in die Sperrringe, die das Straflager umgeben. Sie überprüfen die Sicherheitszone und kontrollieren, ob sich jemand an den Stacheldrahtzäunen zu schaffen gemacht hat. Aus Geheimhaltungsgründen dürfen wir die Sperrringe hinter der Holzwand nicht filmen. Gefangene auf dem Weg zur Arbeit. Immer im Gleichschritt, immer geschlossen in ihren Abteilungen. Bilder, die an militärischen Drill erinnern. Die Nähereien und Landwirtschaftsgebäude liegen in einem abgetrennten Sektor des Straflagers. Mitarbeiter des Sicherheitsapparats lassen unser Kamerateam keine Sekunde aus den Augen. Der sogenannte Industriebereich ist in einem erbärmlichen Zustand. Die Produktion laufe jedoch gut, heißt es. Rinder- und Schweinezucht im Straflager für Frauen. Hier arbeiten ausschließlich Gefangene. Diese körperlich anstrengenden Jobs sind bei den meisten Insassinnen nicht besonders beliebt. Auch der strenge Geruch ist nicht jedermanns Sache.
Die Viehzucht und der Anbau von Obst und Gemüse haben in russischen Straflagern Tradition. Übrigens auch in vielen Männergefängnissen. Das bringt Abwechslung in den meist monotonen Knastspeiseplan und spült vor allem Geld in die Lagerkasse. Das Fleisch ist nicht nur für die Gefangenen. Es wird auch verkauft. Wir haben hier manchmal Markt. Da können die Mitarbeiter einkaufen. Wir sind nun in einem weiteren Sektor unseres Industriebereichs. Wir gehen in die Näherei Nummer 1. Dort arbeiten 80 Gefangene. Sie produzieren gerade den Arbeitsanzug Magnum für die Firma Novatec, wie Sie gleich sehen werden. Die Frauen arbeiten gerne als Näherinnen. Gern oder ungern? Überprüfen lässt sich das nicht. Die Häftlinge tragen einen unsichtbaren Maulkorb. Bloß keine Kritik äußern. Niemand will Ärger mit den Wachen bekommen. Fest steht, der Job ist Plackerei. Die Wachen verlangen hohe Stückzahlen. Und kommt es wegen Qualitätsmängeln zu Reklamationen seitens der Kunden, können diese den Geldhahn zudrehen. Dafür hätte die Gefängnisleitung kein Verständnis. Sie lässt die Frauen für einen Hungerlohn schuften. Nastja Kapenko beschwichtigt. Wenn man sich anstrengt, kann man ganz gut verdienen. Um sich etwas im Gefängnisladen zu kaufen oder unseren Eltern oder Kindern Geld zu schicken. Und Schadensersatz müssen Sie doch auch leisten. Ja, das tun wir auch. Freiwillig. Freiwillig? Naja, die Zahlungen werden vom Lohn abgezogen. Wie viel verdienen Sie im Monat? Das hängt vom Auftrag und vom Kunden ab. Es kommt darauf an, wie kompliziert die Arbeit ist. Wie viel ungefähr? Zwei bis 3.000 Rubel im Monat bleiben uns. Ein Viertel unseres Bruttolohns. Dreitausend Rubel sind umgerechnet ca. 40 Euro. Wohlgemerkt im Monat, nicht am Tag. Ein Hungerlohn, der an moderne Sklavenarbeit erinnert. Für wen genau machen Sie das? Sie fertigen Kleidung für unterschiedliche Privatfirmen. Für Leute, die draußen arbeiten. Oder auch für Notärzte, wie diese Jacke. Das ist Kleidung für Jäger und Fischer. Klettverschlüsse, Taschen, gute Qualität. Diese Dinge sind auch durchaus für den Alltag geeignet. Viele Wiederholungstäterinnen haben ihre kriminelle Karriere bereits als Jugendliche begonnen. Junge Frauen verbüßen ihre Haftstrafen in speziellen Lagern für Minderjährige. Unser Team bekommt eine Drehgenehmigung für ein Jugendgefängnis. Es geht in die Nähe der südrussischen Provinzstadt Belgorod, nach Novi Oskol, unweit der ukrainischen Grenze. Anders als im Lager für Wiederholungstäterinnen sind hier Luftaufnahmen erlaubt. Denn dies ist ein neues Vorzeigelager, eine moderne Festung. Gefängnisleiterin Tatjana Samovarova führt uns durch die Haftanstalt.
Novoskol ist eine Erziehungsanstalt für minderjährige Frauen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Sie werden aus 53 russischen Provinzen zu uns geschickt. Die Insassinnen haben schwere oder besonders schwere Straftaten begangen. Drogendelikte, Raub, Mord oder schwere Körperverletzungen. Novy Oskol ist für 200 minderjährige Frauen ausgelegt. Momentan leben hier rund 50 Gefangene. Eine von ihnen ist die 18-jährige Viktoria Vishnikova. Sie ist schon seit knapp 4 Jahren in Novy Oskol. Hier arbeitet sie als Bäckerin und Küchenhilfe. Vishnikova hat den Freund ihrer Mutter getötet. Das Strafmaß? 6 Jahre und 6 Monate. Ich wollte meiner Mutter helfen. Ihr Lebensgefährte hat sie geschlagen. Also bin ich dazwischen gegangen. Dabei habe ich wohl übertrieben hart zugeschlagen. Er ist gestorben. Was genau ist vorgefallen? Wir haben uns geprügelt und er ist gestorben. Ich habe ihn zu schwer verletzt. Wie das? Ich habe ihn mit einer Glasflasche geschlagen. Die Straflager für Minderjährige sind ähnlich aufgebaut und organisiert wie die Lager für Erwachsene. Sperrringe umgeben die Haftanstalt. Dafür herrscht im Inneren eine gewisse Bewegungsfreiheit. Im Zellentrakt sind Jugendliche untergebracht, die gegen die Lagerordnung verstoßen. Arbeiten ist Pflicht. Die meisten jungen Frauen schuften in der Anstaltsnäherei. Auch das ist eine Parallele zu den Erwachsenenlagern. Neuankömmlinge werden erst einige Monate angelernt, bevor sie in den Schichtdienst müssen. Die Stubenkameradin der verurteilten Mörderin Vishnikova, Tatjana Samoylova, sitzt wegen Drogenhandels. Die 18-Jährige wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt. Meine Freunde haben synthetische Drogen genommen und verkauft. Sie haben mir angeboten, dabei mitzumachen. Ich habe ja gesagt, um meine Familie finanziell zu unterstützen. Was haben Sie gemacht? Ich habe das Zeug an verschiedenen Orten versteckt. Meine Kunden konnten es dann dort abholen. Wie viel haben Sie im Monat verdient? Ziemlich viel. Und zwar? 50.000 Rubel. Was haben Sie damit gemacht? Ich habe meiner Mutter geholfen. Wem? Meiner Mutter. Sonst keinem? Meiner Familie im Allgemeinen. Wie lange haben Sie das gemacht? 2 Monate. 50.000 Rubel sind umgerechnet rund 600 Euro. Viel Geld für die russische Provinz. Mit legalen Jobs nahezu unerreichbar. Besonders junge Menschen aus armen Verhältnissen laufen Gefahr, in die Kriminalität abzurutschen, sagt die Gefängnisleiterin. Viele Insassinnen kommen aus sozial schwachen, oft sogar aus regelrecht asozialen Familien. Kaum einer kümmert sich um die Mädchen. Sie sind sich meist selbst überlassen. Ihre Erziehung passiert auf der Straße. Falsche Freunde zeigen ihnen einen vermeintlich leichten Weg, an Geld zu kommen. Drogenhandel. Und dann wird das Geld sofort mit vollen Händen ausgegeben. Получение, моментальное получение денег и возможность потратить их на
Hinter vorgehaltener Hand bezeichnen die Insassinnen das Vorzeigegefängnis als Zombie-Anstalt. Nur wer sich total unterwirft, wird nicht schikaniert und kann auf eine vorzeitige Entlassung hoffen. Jedoch frühestens, wenn 3/4 der Strafe abgesessen sind. Die Wärter führen ein strenges Regime. Sie fordern eiserne Disziplin und Sauberkeit. Klickenbildung und Hackordnungen dagegen sind streng verboten. Bei uns gibt es keine offenen Hierarchien oder Banden. Das ist untersagt. Die Mädchen haben ja noch keine allzu lange kriminelle Vorgeschichte. Da kann man erzieherisch noch einiges machen. Wir überwachen sie genau. Hier darf keiner aus der Reihe tanzen. Und wer trotz Ermahnungen nicht hören will, muss eben fühlen. Wir gehen jetzt in den sogenannten Disziplinartrakt. Dorthin dürfen wir aufmüpfige Gefangene für maximal 7 Tage verlegen. Wir haben das schon seit 3 Jahren nicht mehr getan. Wir sind aber gesetzlich dazu verpflichtet, solche Zellen vorzuhalten. Jetzt sehen wir uns die Räume einmal an. Vorsicht, Stufe. Das ist eine Disziplinarzelle. Sie entspricht den offiziellen Vorgaben. Ein Bett, das tagsüber hochgeklappt sein muss, Schreibtisch, Stuhl. Und in jeder Zelle sind ein Waschbecken und eine Toilette. Die jungen Frauen kommen hier in Einzelhaft. Sie müssen sich an einen strikten Tagesablauf halten. Wecken, Frühstück, Unterricht, Hausaufgaben. Es kommt eine Lehrkraft her, die sich um alles kümmert. Abends wird das Bett heruntergeklappt. Vorgeschrieben sind 8 Stunden Schlaf. Die Wärter kontrollieren den Gehorsam auch in diesem Lager vor allem durch ein breites Denunziantennetz. Die orthodoxe Kirche spielt im russischen Strafvollzug ebenfalls eine wichtige Rolle. Bespitzelung und Gehirnwäsche durch den Klerus beanstanden Kritiker. Behutsame Resozialisierung kontern Befürworter des Kirchenengagements. Priester und Gefängnisleitung sind ein eingespieltes Team. Besonders schwer sei es, an Drogenkonsumentinnen heranzukommen, sagt der Geistliche Nikolai Gerasimtschuk. Junge Menschen, die harte Drogen nehmen, haben kaum noch Werte. Ihr Koordinatensystem ist verschoben. Das Einzige, was zählt, ist die nächste Dosis. Solche Jugendliche versuche ich mit Gottes Hilfe in die Normalität zurückzuholen. Das braucht Geduld. Oft gibt es Rückschläge. Selbst mit Gottes Hilfe. Ja.
Religiöse Einflussnahme und ein Spitzelnetz. Dazu totale Videoüberwachung. So wird die Lagerordnung aufrechterhalten. Um Fluchtversuche bereits im Keim zu ersticken, haben wir Videokameras installiert, die das Gelände überwachen. Das Ganze ist hochmodern und auf dem neuesten Stand. Diese Kontrolle bewahrt uns vor bösen Überraschungen wie Fluchtversuchen. Das ist unser Überwachungssystem. Mit Kameras verfolgen wir, wo sich die Gefangenen aufhalten und was sie machen. Die Übertragung funktioniert in Echtzeit. Alles muss vorschriftsmäßig laufen. Niemand darf sich ohne Begleitung auf dem Lagergelände bewegen. Auch in den Schlafräumen Kameras. In Novi Oskol gibt es keinen Zentimeter Privatsphäre, nicht einmal im Nachttisch oder im Kleiderschrank. Alles liegt und hängt wie vorgegeben und nach Farben sortiert. Am Anfang war es schon schwierig, sich an die Regeln zu gewöhnen. Aber es hat funktioniert. Man muss eben akzeptieren, dass hier Ordnung herrscht. Wichtig ist, ein Ziel und Pläne zu haben. Das gibt einem Energie. Und dann fällt einem alles halb so schwer. Als ich hier neu war, gab es wegen der Sauberkeit immer wieder Ärger mit anderen Mädchen. Wer beim Staubwischen schlampig war, hat Druck vom Rest bekommen. Kleine Streitereien sind normal. Große gibt es selten. Das Ziel dieser Vorzeigegefangenen? Vorzeitige Entlassung. Das landesweit gültige Rezept? Unterwerfung und Läuterung. Doch was, wenn alles nur gespielt ist? Die Mädchen stehen 24 Stunden unter Aufsicht. Ständig sind Wärter in der Nähe. Junge Menschen können sich nicht dauerhaft verstellen. Sie sind schließlich keine Erwachsenen. Früher oder später bricht es aus ihnen heraus und die Probleme werden sichtbar. Hat die Lagerleiterin irgendeinen Zweifel? Gibt es keine Haftverkürzung. Freizeit in Novi Oskol. Tatjana Samoilova und Viktoria Vishnikova könnten bald vorzeitig entlassen werden. Ein Traum, der jedoch auch mit Ängsten verbunden ist. Ich sitze schon so lange ein. Alles hat sich draußen verändert. Die Gesellschaft ist heute eine andere. Und dazu kommt, dass niemand wirklich auf mich wartet. Das ist schwierig. Ich habe Angst davor, wieder mit den falschen Leuten und Drogen in Kontakt zu kommen. Jungen Gefangenen mit längeren Haftstrafen blüht dagegen ein anderes Schicksal. Spätestens im Alter von 19 Jahren werden sie in Straflager für Erwachsene überführt, in Haftanstalten für Ersttäterinnen. Dort müssen sie den Rest ihrer Strafe absitzen. Wir fahren in ein Straflager für Ersttäterinnen unweit der zentralrussischen Provinzstadt Wladimir. In dem kleinen Ort Golovina sind 658 Frauen in Haft. Dealerinnen, Mörderinnen, Terroristinnen. Sie alle wurden zum ersten Mal vor Gericht schuldig gesprochen.
Anders als Männer können Frauen in Russland per Gesetz nicht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werden. Das maximale Strafmaß liegt bei 20 Jahren. Andrei Rarajew leitet dieses Gefängnis. Genosse Oberstleutnant, melde keine besonderen Vorkommnisse. Danke, weitermachen. Dieses Straflager wurde 1937 gegründet. Ursprünglich war es ein Gefängnis für Männer. Mitte der 40er Jahre kamen die ersten Frauen dazu. Damals wurde hier vor allem Holz verarbeitet. In den 50er Jahren machte man diese Anlage zu einem reinen Frauengefängnis. Die Produktion wurde von Holz auf Textilien umgestellt. Die Textilherstellung für staatliche und private Auftraggeber zieht sich wie der sprichwörtliche rote Faden durch alle russischen Gefängnisse. Auch Haftanstalten für Männer betreiben Nähereien. Der Unterschied ist, dass alle Straftäterinnen die gleichen Arbeits- und Lebensbedingungen haben. Bei den Männern ist das anders. Je schwerer das Verbrechen, desto strenger die Haftbedingungen. Warum ist das so? Frauen sind eben privilegiert. In Rarajews Worten schwingt Sarkasmus mit. Abstecher in die Lagerbäckerei. Aus Sicherheitsgründen wird das Brot für die Insassinnen ausschließlich vor Ort hergestellt. Wenn wir Brot von außen hereinbringen würden, müssten wir jeden Laib auf Fluchtwerkzeuge oder Drogen kontrollieren. So haben wir dieses Problem nicht. Stichwort Drogen. Auch in diesem Straflager sitzt das Gros der Frauen wegen Rauschgiftdelikten. Anastasia Bajarintseva hat die volle Härte der russischen Justiz zu spüren bekommen. Ich habe mit Ecstasy gehandelt. Psychotrope Substanzen. In welchem Umfang? Eine kleine Menge. Ich bin mit 5 Tabletten verhaftet worden. Wie lautet dein Strafmaß? 8,5 Jahre. Für so eine kleine Menge? Ja. Ähnlich wie in den Straflagern für Minderjährige oder Wiederholungstäterinnen drehen sich die Gedanken auch dieser Frauen nur um eines. Raus aus dem Knast. Bei tadelloser Führung wirst du früher entlassen. Du musst fleißig arbeiten und bei Aktivitäten deiner Abteilung mitmachen. Ob du früher freikommst, entscheidet das Gericht. Paragraph 228 Absatz 3 erlaubt eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung, wenn du 3/4 deiner Haftzeit abgesessen hast. Zu tadelloser Führung gehört auch, neue Kontrollsysteme nicht einfach zu ignorieren und dadurch die Wachen zu provozieren. Eigentlich wäre es ein leichtes, den Speisesaal auch ohne digitalen Fingerabdruck zu betreten. Der Zeigefingerabdruck wird den Wärtern übermittelt. Name, Abteilung, Grund der Inhaftierung. Wenn eine Frau fehlt, fliegt es sofort auf. Wenn jemand keine Zutrittsgenehmigung hat, wird es auch gemeldet. Rotes Licht bedeutet, es gibt ein Problem. Das hier ist nur ein zusätzliches Kontrollinstrument. Hat es hier je Fluchtversuche gegeben? Ich mache das schon seit rund 20 Jahren und ich habe noch keinen Fluchtversuch erlebt. Wie kommt das? Dies ist ein Umfeld, in dem niemand an Flucht denkt. Ein Satz, der wie eine Drohung klingt. Nach jeder Mahlzeit werden die Frauen stichprobenartig kontrolliert. Auf entwendetes Besteck. Messer, Gabeln und Löffel könnten als Waffen oder Fluchtwerkzeuge missbraucht werden.
Straflager für Erst- und Wiederholungstäterinnen unterscheiden sich vor allem in zwei Punkten. Besuche und Lebensmittelpakete von Verwandten. Beides bekommen die Frauen hier im Lager für Ersttäterinnen häufiger. Vorausgesetzt, sie tun, was die Gefängnisleitung will. Dazu gehört auch, bei den Dreharbeiten einen guten Eindruck zu machen. Andrei Rahajew erlaubt einen Blick in einen der Wohnblöcke. Die Gefangenen leben in Abteilungen. Die Wohnblöcke sehen alle gleich aus. Sie haben eine kleine Küche mit Tisch und Kühlschrank. Darin können Lebensmittel aus dem Gefängnisladen oder Geschenke von Verwandten aufbewahrt werden. Jede Frau hat ein eigenes Fach, ausgestattet mit Tasse, Teller und Löffel. Der nächste Raum ist das Gemeinschaftsbad. Hier die Waschbecken, da vorne die Dusche. In jeder Abteilung gibt es warmes Wasser. Die Insassen können außerdem diese Waschmaschine benutzen. Dort drüben ist die Toilette. Das ist ein Lagerraum für die persönlichen Gegenstände der Gefangenen. Hier sehen wir einen der Schlafräume. In einem Zimmer sind meist 9 Frauen untergebracht. Wie viele Frauen sind in einer Abteilung? In diesem Fall 42. Die wegen Drogenhandels verurteilte Anastasia Bajarinseva spielt die Vorzeigegefangene. Kooperativ, geläutert, strebsam. Eine junge Frau mit nahezu weißer Weste. Ich habe mir früher nie etwas zu Schulden kommen lassen. Ich bin aufrichtig und habe auch eine Ausbildung. Was für eine? Landschaftsdesignerin. Und hier schließe ich zurzeit eine Gastronomieausbildung ab. Für gute Führung gibt es in russischen Straflagern neben der vorzeitigen Entlassung auch direkte Belohnungen. Zum Beispiel die Möglichkeit, dem grauen Knastalltag immer wieder für ein paar Stunden zu entkommen. Die Theatergruppe ist für Anastasia Bajarinseva wie ein Lebenselixier. Abtauchen in Traumwelten. Bajarinseva spielt hier eine eigenwillige, narzisstische Adelige. Wir liefern uns mit anderen Abteilungen Wettkämpfe, wer besser spielt. Wir sammeln Punkte. Und am Ende des Quartals gibt es eine Belohnung. Was für eine? Wir bekommen Punkte. Was gibt es dafür? Preise. Und zwar für die Gesamtabteilung. Früher gab es Mikrowellen, Wasserkocher oder Fernseher zu gewinnen. Jetzt gibt es zusätzliche Besuchstage, an denen Verwandte kommen dürfen. Zwei Abteilungen haben erst kürzlich einen extra Besuchstag gewonnen. Gleich am Eingang des Straflagers liegen die Besuchsräume. Wir haben 11 Besuchsräume, in denen sich die Frauen mit ihren Angehörigen treffen können. Und so sehen sie aus. Wie oft können die Gefangenen Besuch empfangen und wie lange? Alle 3 Monate, für bis zu 3 Tage.
Wer darf kommen? Angehörige, die in der Gefangenenakte aufgeführt sind. Also wir haben insgesamt 11 solcher Besuchsräume. Und dazu ein Kinderzimmer mit DVD-Player und Spielsachen. Hier können die kleinen Trickfilme gucken. Und weiter geht's. Das ist die Küche. Duschewaja und Toilette. Toilette und Dusche. Toilette. Und daneben nochmal. И в самом начале у нас находится. Ganz am Ende des Gangs gibt es den Gemeinschaftsraum. Где? Dort können die Gefangenen mit ihren Besuchern fernsehen. Hat jede Frau das Recht auf Besuch? Ja. Im Straflager für Ersttäterinnen nehmen die Frauen an einer Art Workshop mit psychologischer Betreuung teil. Thema: das Leben nach dem Gefängnis. Natürlich ist Vorzeigeinsassin Anastasia Bajarenzewa mit von der Partie. Ausgelassene Stimmung, ein gutes Arbeitsklima, Harmonie. Unserem Kamerateam soll eine heile Welt präsentiert werden. Doch auf einmal reicht es, Bajarenzewa. Die Wahrheit platzt aus ihr heraus. Hier drin lernst du, was das Wort Verrat bedeutet. Du wirst von deinen Mitgefangenen bespitzelt, manipuliert, ausgehorcht. Intime Dinge werden einfach weitererzählt. Wenn auf einmal alle sensible Details über dich wissen, verlierst du das Vertrauen und glaubst irgendwann keinem mehr. Das ist extrem hart. Anastasia Bajarenzewa ist die einzige Gefangene, die sich traut, zumindest für einen kurzen Moment offen vor der Kamera zu sprechen. Welche Folgen das für sie haben wird, wissen wir nicht. Wenn Insassinnen gegen die Lagerregeln verstoßen, kommen sie zur Strafe in einen geschlossenen Zellenblock. Die Drehgenehmigung dafür erteilt Gefängnisleiter Rarajew nur zögerlich, denn die rauen Haftbedingungen dort passen nur schwer in das geschönte Bild, das die russische Strafvollzugsbehörde nach außen vermitteln will. Wir gehen in den sogenannten Isolator. Frauen, die sich nicht an die Lagerregeln halten, landen in diesem Zellentrakt. Eine Disziplinarkommission legt fest, wie lange das im Einzelfall dauert. Die Frauen im Zellentrakt dürfen wir nicht filmen. Was ist das hier? Das ist eine Art Spezialzelle. Was unterscheidet sie von den anderen Zellen? Naja, hier sind die Bedingungen für die Frauen, wie soll ich sagen, schwierig. Ja, schwierige Bedingungen. Die Zellen sind spartanisch ausgestattet und wirken heruntergekommen. Die Pritschen werden nur nachts heruntergeklappt. Alles ist feucht und modrig. Hier landen diejenigen Frauen, die sich bei der Gefängnisleitung besonders unbeliebt gemacht haben.
Diese Zelle ist ein wenig härter als die anderen. Ansonsten sind sie fast gleich. Wie lange kann eine Strafverlegung in diesen Trakt dauern? Unterschiedlich. Zwischen 15 und 90 Tagen. Drei Frauengefängnisse, dreimal viele geschönte Bilder. Um mehr über den russischen Strafvollzug zu erfahren, geht es nach Moskau. Hier ist die Zentrale der russischen Gefangenenhilfsorganisation Russ-Sidjaschaja. Auf Deutsch, Russland sitzt. Die frühere Fernsehmoderatorin Olga Romanova, rechts im Bild, hat Russ-Sidjaschaja vor mehr als 10 Jahren gegründet. Romanova kämpft für die Rechte Gefangener. Sie sagt, die Presse bekomme in Gefängnissen immer nur eine Show präsentiert. Unser Team bittet Romanova, ein Internetvideo zu kommentieren. Die Resonanz darauf war groß. Sogar ein russischer Staatssender zeigte die brutalen Bilder. Gefängniswärter misshandeln Insassen in einer Haftanstalt im fernen Osten Russlands. Der mutmaßliche Grund für die Verbreitung dieser Überwachungsbilder? Streit unter den Wärtern. Veröffentlichung einer Straftat als Akt der Rache an unliebsamen Kollegen. Man muss allerdings sagen, dass solche Szenen in Frauenstraflagern eher selten vorkommen. Weibliche Häftlinge werden in der Regel nicht geschlagen. Stattdessen werden sie auf andere Weise gefoltert. Die Lagerleitung verschärft einfach die Haftbedingungen. Dann gibt es zum Beispiel kein warmes Wasser zum Waschen, keine Damenbinden oder keine Besuche von ihren Kindern. Streicht man Männern die Familienbesuche, leiden die natürlich auch darunter. Auf Frauen wirkt ein Besuchsverbot aber meist noch stärker. Wenn sie ihr Kind nicht sehen dürfen, ist das ein heftiger Schlag. Viele Frauen leiden sehr darunter. Sie wollen ihre Familien davor bewahren. Deswegen gibt es übrigens in russischen Frauengefängnissen nie Aufstände. Folter? Welche Folter? Diese Aufnahmen aus dem Straflager für Wiederholungstäterinnen in Krasnoturinsk sollen das Gegenteil beweisen. Gute Stimmung, Gefängnisfeiern, Sport, Gottesdienste. Alles reine Propaganda, kontert Olga Romanova. Die Menschenrechtlerin spricht von Augenwischerei, die über den schonungslosen Knastalltag hinwegtäuschen soll. Weibliche Gefangene verhalten sich in gewisser Hinsicht wesentlich grausamer als Männer. Das hat nichts mit ihrem Wesen zu tun, sondern mit ihren Haftbedingungen. Das bringt die Frauen dazu, sich gegenseitig zu bespitzeln und zu drangsalieren. Sie tun nahezu alles, um ja nicht von den Wachen schikaniert zu werden. Denn sonst könnten sie ohne warmes Wasser, Damenbinden, Unterwäsche oder andere wichtige Dinge dastehen. Es gibt sie natürlich schon, die ausgelassenen Momente in den Straflagern für Frauen. Gefangenen-Catwalk, Theateraufführungen. Konzerte. Doch auch hier muss man genauer hinsehen. Beim Blick hinter die Kulissen täten sich oft Abgründe auf, sagt Romanova. Wenn ein hübsches Mädchen einer älteren lesbischen Frau gefällt, die bei den Wachen ein gutes Standing hat, ist das Mädchen fällig. Sehr wahrscheinlich landet sie gegen ihren Willen im Bett der lesbischen Frau und wird vergewaltigt. Привет.
Zurück im Ural, in Krasnoturinsk. Es geht noch einmal in das Lager für Wiederholungstäterinnen, Romanovas Kritik an den teils menschenverachtenden Zuständen in russischen Straflagern erwähnt unser Team nicht, denn das würde die Dreharbeiten gefährden. Auch hier dürfen wir einen Blick in den Zellentrakt des Straflagers werfen. Wir gehen jetzt zu den Zellen. Frauen, die gegen die Vorschriften verstoßen, landen hier. Das ist praktisch ein Gefängnis im Gefängnis. Momentan sind hier drei Frauen inhaftiert. Guten Tag, Frau Oberstleutnant. Keine besonderen Vorkommnisse im Zellenblock. Melde drei Insassinnen. Die Frauen im Zellentrakt dürfen wir auch in diesem Straflager nicht filmen. Sie können, wie in der Haftanstalt für Ersttäterinnen, bis zu 90 Tage am Stück festgehalten werden. Der Zustand dieser Zellen ist jedoch offensichtlich wesentlich moderater als dort. Das sind die Betten. Matratzen, Kissen, Decken gibt es nur nachts. Tagsüber wird das hier hochgeklappt und abgeschlossen. Im Notfall können die Häftlinge über diese Sprechanlage mit den Wachen am Eingang Kontakt aufnehmen. Oder umgekehrt die Wachen mit den Gefangenen. Der Tisch ist im Boden verschweißt, damit die Frauen sich und den Wachen keinen Schaden zufügen. Das Gleiche gilt für die Bank. So sind die Vorschriften. Man kann hier aber recht bequem sitzen. Briefe schreiben oder lesen in der Freizeit. Das Kontrastprogramm zum tristen Zellentrakt heißt Lagerclub. Gute Führung und Kooperationsbereitschaft werden belohnt. Die dreifach verurteilte Drogendealerin Nastja Karpenko bekommt nicht nur die Möglichkeit zu tanzen. Wenn alles gut läuft, wird sie wohl in ein paar Monaten vorzeitig auf Bewährung entlassen. Ich habe als Kind viel getanzt. Ich liebe das. Ich erhole mich dabei. Was heißt erholen? Ich schalte ab. Manchmal vergesse ich sogar, dass ich im Gefängnis bin. Ich liebe es zu tanzen. Stichwort abschalten. Im Straflager für Wiederholungstäterinnen gibt es sogar einen Salon Krasoti. Zu Deutsch Schönheitssalon. Nastja Karpenko denkt oft über ihre Chance auf eine vorzeitige Entlassung nach. Sie freut sich darauf, endlich wieder für ihr Kind da sein zu können. Wenn man es wirklich will, kann man es schaffen. Im Augenblick glaube ich nicht, dass ich wieder hinter Gittern landen werde. Ich will mein Kind nicht nur ab und zu sehen. Ich will es selbst großziehen. Ich will leben und nicht nur existieren von einer Gefängnisstrafe zur nächsten. Nastja Karpenko versucht, sich selbst Mut zu machen.
Doch sie weiß, was sie draußen erwartet. Ein Leben in der wirtschaftlich schwachen russischen Provinz. Vielleicht ein schlecht bezahlter Job als Näherin. Die alten Freunde aus dem Drogenmilieu. Und die Versuchung, wieder mit Dealen schnelles Geld zu machen. Ein gefährlicher Sumpf.